Ja, liebe Fans des kleinen Stadtstreichers, wenn ihr diesen Turm seht, ahnt ihr schon, wo ich heute unterwegs bin. Und wenn es mit dieser Skyline hier weitergeht, dann glaube ich, ist es wohl ganz klar, ich bin heute im 22. Bezirk unterwegs, in der Donaustadt, dem flächenmäßig größten Bezirk Wiens, mit vielen, vielen Wasserbereichen und Grünflächen. Und seit 1979 befindet sich auch diese UNO City im 22. Bezirk an der Wagramer Straße. Und dieses kleine Kirchlein unterhalb der UNO City ist die koptisch-orthodoxe Kirche. Rindviecheralarm gibt's hier in der Jungmaisstraße. An welchen Künstler der Gegenwart denke ich jetzt bei dieser Müllergruppe, die hier so kunstvoll verpackt wurde offensichtlich? Ja, Christo, der ja schon einiges eingehüllt hat im Lauf seiner Karriere. Zum Glück habe ich noch ein Foto einer unverhüllten Müllergruppe gefunden. Wie die Müllergruppe befinden sich auch diese zwei Reliefs am Kaisermühlendamm Nummer 43. Dieser Herr war der erste Jedermann-Darsteller bei den Salzburger Festspielen. Sein Name Alexander Moissi. Und Badefreunde kennen die Mäusigasse als Zugang zum Gänsehäufel. Das war Tussi Rind in der Schüttaustraße 20 bis 40, scheint so richtig Gefallen an den Blättern zu finden. Und im Strandbad Alte Donau befindet sich dieser, was wird er wohl machen, sich sonnen, daher heißt er auch Sonnender. Ja, und er lässt sich's in der Wiese gut gehen, bis das kleine Herrchen kommt und ihn wegholt. Und damit sehen wir diese Statue namens Mutter und Kind. Sie befindet sich in der Wagramer Straße 55 bis 61, ebenso wie dieses aufspringende Pferd. In der Arminenstraße 28a finden wir diese Bronzesäule namens Trauer der Ruine, was immer man sich da vorstellen kann. Jene Statue soll hingegen auf das Leid in der Sahelzone hinweisen. Sie steht bei der Albert-Schulz-Halle. In der Maisauer Gasse 2 finden wir diesen musizierenden Pan und auch diesen liegenden Jüngling. Nein, die drei Damen aus der Zauberflöte sind's nicht, sondern man nennt sie die drei Grazien. Sie befinden sich in der Anton-Sattler-Gasse 64 bis 68. Und nur wenige Häuser weiter, nämlich auf Nummer 82, steht diese abstrakte Plastik aus Sandstein. Diese Skulptur in der Kleenau-Gasse Johann-Zack-Weg trägt den Namen Karyatide. Das ist ein Wort, das wohl aus dem Altgriechischen stammt. In der Tonetgasse Andreas-Mort-Weg steht diese Prismenfigur.
und am Alfred-Kubin-Platz befindet sich sowohl diese Brunnenanlage als auch diese begrenzte Säule. Nicht das Ei des Kolumbus, sondern wir und das Ei, der Wagramer Brunnen in der Wagramer Straße 94. Für die Schüler in der Prinzgasse 3 gibt es keine Eselsbrücken, aber dafür einen Eselsreiter vor der Schule. Und diese Mutter mit Kind befindet sich in der Emichgasse 1. Wenn Künstler zwar einfallsreich bei der Kunst, aber weniger beim Namen sind, heißt es dann Freiraumgestaltung. Und in der Esslinger Straße 74 steht dieser betende Bauer und möglicherweise hat er zu ihr gebetet. Yeah, man, that's jazz! Nun, wenn ein Monument oder ein Kunstwerk in der Fatty George Gasse, Ecke Esslinger Hauptstraße steht, dann muss ja Jazz dabei sein, oder? In der Wimpfengasse 37 bis 39 finden wir hingegen dieses spielende Kind. Schade wär's, wenn dieses alte Asperner Amtshaus doch abgerissen würde gegen den Willen der Bürger. Jener Christus gibt bald den Blick frei auf den Asperner Löwen, der an die Schlacht bei Aspern 1809 erinnert, in der Napoleon von Erzherzog Karl besiegt wurde. Hier sehen wir in etwa ein Schlachtenpanorama. Und ums Eck befindet sich ein Nepomuk, ein ziemlich älterer Herr, wie dieses Datum aussagt. Am Biberhaufenweg 78 befindet sich diese Kindergruppe mit Schafen. Und in der Langobardenstraße, Ecke Oberdorfstraße, das sogenannte Franzosenkreuz. In der Langobardenstraße 53 in einem Kindergarten befinden sich diese auffliegenden Vögel. Wonach halten die zwei auf ihrer Schildkröte da wohl Ausschau? Schwenken wir mal über diese wunderschönen Blumen drüber. Und wir merken es, ein Knabe mit Fisch. Das Ganze in der Aribo-Gasse 28. Klettern kann man dort ganz gut. Und es ist die größte Sportanlage der Donaustadt, nämlich jene in Stadlau. Auch die Heimstätte des FC Stadlau mit einem großen Hauptspielfeld mitsamt einer überdachten Tribüne, die wir gleich ins Bild bekommen, und zwei Kunstrasen-Trainingsfeldern. Und im Sommer sogar mit einem Freibad, das dieses Erholungszentrum in Stadlau komplett macht. Wochenende heißt dieses Relief an der Erzherzog-Karl-Straße 84. Und in der Viktor-Kaplan-Straße 5 röhrt dieser Hirsch. Und sein Röhren hat vielleicht dieser vertikale Klang in der Siebenbürger Straße 2 bis 12 eingefangen. Wassersport ist wohl das Motto dieses Kunstwerks an der Hauswand Donaustadtstraße 44. In der Donaustadtstraße, Magdeburgstraße befinden sich diese Mosaike Tag und Nacht. Einer der größeren Gemeindebauten des 22. Bezirks ist der Bundesländerhof in der Bernoulli-Straße, Donaustadtstraße. Er hat sämtliche Bundesländerwappen Wiens bei je einer Stiege quasi als Leitmotiv
Eine Schule hätte ich noch. Ob die Kinder mit diesem sogenannten Perigon schon was anfangen können? Aber mit dieser Darstellung von Unterrichtsfächern auf jeden Fall. Fans der Schifffahrt kommen hingegen in der Düsseldorfer Straße 5 bis 13 auf ihre Rechnung. Womit wir langsam aber sicher am Schrödingerplatz angelangt sind, wo es schön blüht, aber sich auch das Amtshaus für den 22. Bezirk befindet. In der Freihofsiedlung in der Larwingasse 2 befindet sich dieser wunderschöne Gänsebrunnen aus Bronze. Ein Brunnen mit Frosch. Na, wo soll der schon sein? Natürlich beim Donaustädter Bad in der Portnergasse. Beenden möchte ich die Tour durch den 22. Bezirk am Kagraner Platz, hier das Bezirksmuseum in der ehemaligen Feuerwache und wer hätte vermutet, dass es hier eine Gärtnerbank gibt?